Gut, ja, was sind Lightning Talks? Lightning Talks sind sehr kurze Vorträge, etwa 3 bis 5 Minuten. Ich werde gleich mal schauen, dass ich auf die Zeit ein bisschen schaffe, dass wir nicht unbedingt über die 5 Minuten rüberkommen. Wo jeder mal einen ganz kleinen Einblick in irgendwie kleine Tools gibt, dass man eben halt mal kurz einen Überblick darüber hat und vielleicht eine Idee bekommt, was man selber für sich verwenden könnte. Da werde ich gleich mal mit anfangen. Alle anderen, die jetzt noch was vortragen möchten, ja, machen bitte ihr Laptop soweit bereit und schauen, dass sie nicht unbedingt Internet benötigen. Ansonsten eins von den anderen Laptops hier vielleicht verwenden, meinst du das wieder sonst? Gut, ich würde sagen, von der Reihenfolge her, ja, nehmen wir die Reihenfolge, die hier so steht, wenn ihr damit einverstanden seid. Gut, dann würde ich mal anfangen, und zwar, Lombok ist ein nettes Framework, was dabei hilft, allen möglichen Boilerplate-Code nicht mehr zu schreiben. Lombok installiert sich als kleines Jar und lässt sich in sehr viele Umgebungen eben halt integrieren. Unter anderem werden unterstützt ganz normal, wenn man über Java C kompiliert, über Maven kompiliert oder wenn man über Eclipse oder andere Entwicklungsumgebungen kompiliert, gibt es da überhaupt keine Probleme. Was tut das Ganze? Das zeige ich euch mal kurz. Die einfachste Sache, die wir hier haben, ist Getter und Setter. In Java ist es immer noch nicht möglich, dass man... Ich habe vergessen, meine Seite anzuschalten. In Java ist es ja immer noch nicht möglich, dass man irgendwie Properties verwendet, wie man das zum Beispiel aus C# kennt. Es ist immer sehr unschön, wenn man letztendlich Getter und Setter irgendwie schreiben muss, zumindest wenn die Getter und Setter eigentlich nur wirklich ein Get und ein Set des Wertes machen. Auf der linken Seite hier sehen wir, wie das mit Lombok aussehen kann. Und zwar schreibt man statt Get Age und Set Age, kann man hier Annotations verwenden und schreibt Getter und etc. daneben. Und was dann hier generiert wird, sind eben halt die Standard-Getter und Setter. Wir haben hier zusätzlich noch die Möglichkeit, auch die Access-Level eben halt anzugeben, so dass bei der Name eben halt nur ein Setter generiert wird und der ist eben halt protected. Wie sieht das Ganze in Eclipse aus? In Eclipse, wenn ich hier mal eine einfache Bean-Klasse irgendwie habe und ich habe eine String und schreibe da addGetter dran, dann wird man diesen auch in der Outline finden. Das heißt, wenn man hier raufklickt, dann sieht man, dass er eben halt auf die Variable bzw. auf die Annotation selber springt. Es ist auch möglich, einen Breakpoint zu setzen. Man sieht es eben halt hier nicht im Code. Wenn man normalerweise einen Breakpoint hier an der Seite setzen würde, kann man den Breakpoint per Rechtsklick setzen und dann sagen Toggle Method Breakpoint und hat dann auch den Breakpoint zur Verfügung. Dass das Ganze auch funktioniert, kann ich eben kurz zeigen. Wir haben hier getX eben halt tatsächlich zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch weitere Features, die Lombok anbietet. ToString-Methoden zum Beispiel lassen sich in unterschiedlicher Ausprägung generieren. Das heißt, man hat hier eine ToString-Annotation zur Verfügung und dann wird hier so ein Standard-ToString irgendwie, wenn es sowieso nur als Debug-mäßig verwendet wird, dann kann es auch mehr oder weniger aussehen, wie es will. Es gibt hier so ein paar kleine Modifikatoren, dass man sagt, alle Eigenschaften der Superclass möchte ich mir angezeigt haben oder ich möchte eben halt auch tatsächlich die Field Names mit ausgegeben haben, wie das hier eben mal zu sehen ist mit der Breite. Das kann man eben halt an- oder ausstellen, sodass man es ein bisschen konfigurieren kann, was man eben haben möchte. Genauso lässt sich Equals und Hashcode generieren, indem man es an die Klasse ranschreibt. Wir können auch Konstruktoren automatisch generieren lassen. Das hier sieht alles ein bisschen lang aus. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein paar Felder eben halt definiert habe, dann kann ich mir ein All-Args-Constructor oder ich habe auch die Möglichkeit, ein Required-Args-Constructor zu verwenden. Das heißt, er würde nur einen Konstruktor erstellen mit allen Feldern, die final sind. Wenn man das Ganze kombiniert haben möchte, dann kann man diese AddData-Annotation verwenden. Da ist ToString equals Hashcode, Getter und Setter und Konstruktoren eben halt alles mit drin. Also alles, was man eigentlich für eine Bean-Klasse so benötigen würde. Für
um eben halt ja Komposition zu verwenden und Delegation zu verwenden, das heißt nicht zu erben, sondern lieber das Ganze zu verschenken und ein Delegate zu verwenden, gibt es die Annotation AddDelegate. AddDelegate generiert die ganzen schönen Delegate-Methoden, die wir zum Beispiel hier an einem Collection-Beispiel sehen. Ich habe eine Collection von Strings und ich möchte allerdings nur bestimmte Methoden weiter nach außen delegieren. Das mache ich, indem ich ein kleines Interface definiere und dort alle Methoden angebe, die tatsächlich, wofür ein Delegate eben halt erstellt werden soll. Und so kann ich eben halt auch tatsächlich sagen, okay, ich möchte nicht alles nach außen geben, sondern ich möchte nur bestimmte Sachen nach außen geben. Das ist eben halt ein Include-File, das gleiche gibt es auch für Excludes. Ich kann auch sagen, okay, ich nehme alles außer bestimmten Sachen, die ich wiederum über ein Interface definiere. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich persönlich nicht so gerne benutze. Well, das verändert auch sehr, wie die Sprache aussieht. Das heißt, man kann hier well hinschreiben, statt eben halt tatsächlich den Typ String zu verwenden. Wie gesagt, das ist so ein bisschen was, was irgendwie ein bisschen die Sprache verändert. Wir haben hier noch ein paar Experimental Features, wo man Immutable Setters mit With eben halt verwenden kann, wo man eine Value-Klasse direkt verwenden kann, ohne die ganzen einzelnen Sachen eben halt dran zu schreiben. Das sind so ein paar Sachen, die das noch vereinfachen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass man selber natürlich auch eigene Extensions eben halt dazu schreibt. Da gibt es mittlerweile einige Vorschläge. Wir haben zum Beispiel selber eine kleine Sache dazu geschrieben, dass wir zum Beispiel keine Strings mehr im Code verwenden müssen, wenn wir auf Felder oder so referenzieren für Data Binding, sondern dass uns die Feldnamen dann als statische Variable an der Klasse generiert werden, sodass man eben nicht mehr Strings zugreifen muss, sondern wirklich Refactoring sicher oder Compile sicher damit arbeiten kann. Ja. Das war's dazu. Dann machen wir weiter mit dem André, der uns was zu MoreUnit und zu InfiniTest erzählt. So, hallo. Wie gesagt, ich fange mal mit InfiniTest an. InfiniTest ist ein Eclipse-Plugin, was mir kontinuierlich ist, und ich speichere alle, also nicht alle, sondern die Unit-Tests ausführt, die mit meiner Speicherklasse irgendwie in Verbindung stehen. Das sieht man hier unten, habe ich diesen kleinen grünen Streifen. Der sagt mir, im Moment ist alles okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in einem meiner Tests, die ich jetzt schon habe, was ändere, das ist jetzt gleich recht kurz, speichere ich und ich sehe, mein Test ist rot und weiß halt, dass meine Refactoring-Maßnahme oder was auch immer ich gerade getan hat, dafür gesorgt hat, dass meine Software nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Das war nicht alles, was InfiniTest tut. Erst in 5 Minuten abgehakt. So. Funktioniert das so, wie es in der Shopping-List zeigen, wenn da etwas ändert? Das hat auch klappen, ne? Ja. Richtig verstanden. Ja, das müsste auch klappen. Okay. Ja, warte mal. Ich kann, glaube ich, das einfach mal rauslöschen. Nee, was macht mein Test? Ja, das ist nicht gut. Und er ist rot. So. Jedes Mal, wenn ich speichere. Also wenn ich speichere, dann teste er alle Unit-Tests durch, die irgendwie mit meiner gespeicherten Ressource in Verbindung stehen. Das heißt, wenn ich auch das eine Java-Klasse ändere, die in, also in allen Tests, die diese Java-Klasse referenzieren, die werden ausgeführt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es bis jetzt nur für wirklich Unit-Tests verwendet, wo ich wirklich alles andere ausmocke, weil sonst dauert es mir auch einfach zu lange. Also irgendwelche Integrationstests, die würde ich da, also die, da sorge ich halt dafür, dass InfiniTest die halt nicht mit ausführt. Die sind halt dann irgendwie über ein anderes Maven-Plugin eingebunden. Also das habe ich selber irgendwie nicht ausprobiert. Das zweite Plugin, das dauert halt jetzt bis ein Tick länger, ist MoreUnit. MoreUnit ist halt ein Plugin, was mir halt ein bisschen beim testgetriebenen Entwickeln oder aber generell beim Entwickeln von Tests hilft.
Das kann man einfach über den Eclipse Marketplace installieren. Infinitest muss man über die Update-Zeit oder die Install-Zeit von Infinitest installieren. Und MyUnit liefert mir ein paar kleine Features. Zum Beispiel sehe ich hier an den Klassen diesen kleinen grünen Fleck. Der zeigt mir halt an, für diese Klasse existiert eine Testklasse. Für die existiert jetzt keine. Das sehen wir halt daran, dass es hier keinen grünen Fleck gibt. Und hier bei den Methoden nochmal das Gleiche. Hier sehe ich halt, für diese Add-Item-Methode gibt es halt einen entsprechenden Unit-Test in der Testklasse. Was ich mit MyUnit auch machen kann, ist, dass es einen Shortcut, STRG-J, gibt, mit dem ich zwischen meiner Klasse und meiner Testklasse hin und her springen kann. Das heißt, wenn ich wirklich testgetrieben entwickle und meiner Testklasse halt einen Test schreibe, kann ich halt, der dann halt dafür sorgt, dass meine Implementierung rot wird, sicher dann durch Infinitest kann ich halt schnell in die Implementierung springen und da dafür schnell sorgen, dass der Test dann wieder grün wird, wieder zurückspringen in die Testklasse und meinen nächsten Test schreiben. Ein weiterer Shortcut ist schon U, dafür gehe ich mal hier eben eine neue Methode an. Also die Klassen, die ich hier habe, sind einmal so eine Shoppingliste oder eine Einkaufsliste, wo halt Items drin sind, die haben Namen und Preis. Und wenn ich jetzt die Methode getTotalPrice mache, dann möchte ich natürlich testen und MyUnit bietet mir die Möglichkeit, dass ich über Steuerung U zu dieser Methode gleich einen Test anlegen kann. Jetzt sieht man, dass es hier halt der grüne Fleck da hinzugekommen. Mit Steuerung J kann ich jetzt hier halt in meinen Test springen und kann dann halt hier diesen Test implementieren. Sondern dann jetzt nochmal eben Infinitest zu schreiben. Natürlich habe ich hier meinen Test schon vorbereitet. Will ich jetzt nicht mehr schnell, will ich jetzt nicht abtippen. Jetzt möchte ich. Ah, ich schlau von mir. Das wird jetzt auch nicht rot, genau. Weil, also ich habe hier halt ein paar Items zu meiner Shopping-Card-Liste hinzugefügt. Und sage, dass der Total Price jetzt halt 4,08 € sein soll. Er ist jetzt aber 0, weil ich ja 0 zurückgegeben habe. Infinitest sagt mir, der Test ist jetzt rot. Oha. Was hast du? Jetzt kann ich halt schnell in meine Implementierung springen mit STRG-J. Und hier, das gucke ich mir auch mal schnell raus, die entsprechende Implementierung dann hinzufügen, die halt einfach alle meine Items auch addiert. Und mir dann den Gesamtpreis zurückgibt und mein Test wieder grün. Und so kann man halt ziemlich schnell, ziemlich schön halt testgetrieben entwickeln, weil man halt mit einem kleinen Shortcut immer hin und her springen kann. Ein weiterer Shortcut wäre, wenn ich immer im Test bin, Steuerung R. Und Steuerung R führt mir halt den Unit-Test halt mit wirklich, also über Eclipse halt aus. Weiß ich nicht mehr, ob man den braucht, wenn man den Infinitest jetzt dabei hat, aber man kann halt Tests für sich nochmal als separat dann abspielen, Steuerung R. Steuerung J habe ich eben schon gezeigt, aber was halt auch ganz cool ist, wenn ich in einer Klasse bin, wenn ich jetzt irgendwie Legacy Code habe oder so, wenn ich in einer Klasse bin, die noch keinen Test hat, kann ich auch Steuerung J drücken und eröffnen wir dann halt gleich den Dialog zum Anlegen der Klasse. Ich muss hier oben, wenn ich halt hier im Main-Projekt habe, nur eben noch Testen schreiben und er legt mir dann die Testklasse an. Außerdem sorgt MyUnit jetzt auch dafür, dass wenn ich lösche hier nochmal hier. Außerdem sorgt es dafür, dass wenn ich jetzt eine Klasse, die einen Test hat, wenn ich jetzt da zum Beispiel den Namen ändere, dass der Name der Testklasse gleich mitgeändert wird. Und wenn ich die Klasse verschiebe, dass dann die Testklasse auch in das entsprechende Package dann mit verschoben wird. Halt natürlich in dem Testordner. So was. So, die Unit Rules. Die Unit Rules sind eigentlich eine Funktionalität, die Unit schon alt ist, allerdings vielleicht nicht so voll im Weg läuft. Und im Endeffekt ist es ein
ja, wenn jemand sich mit Aspekten auseinandersetzt, würde sich gleich wohlfühlen. Im Endeffekt sind Rules die Möglichkeit, Code anstelle der Tests oder vor oder zum nach dem Test ausführen zu lassen. Das hier ist ein simpler Test. Ich habe mir das jetzt mal gespart, einfach um die Ausgaben unten mal zu sehen. Dann haben wir es Ausspruch. Rules sind ganz normale Java-Klassen, die ein bestimmtes Interface implementieren müssen. Von JUnit. Die Interfaces, das Interface bietet eigentlich nur eine Methode, nämlich apply. Das Statement hier spiegelt meinen Test wieder, das kann die Methode auch die ganze Testklasse sein. Und ich kann an der Stelle sagen, ich möchte, bevor ich meinen Test ausführen lasse, irgendwas tun. Zum Beispiel eine andere Aufgabe machen. Und die Testklasse, also die Testmodule, wird einfach mit @rule annotiert. Muss public sein. Und hier machen wir ein Zeug. Wenn ich jetzt den Test laufen lasse, sind schon ein bisschen mehr. Das sieht erstmal nach ganz normal die Vor- und Achterhand so aus. Der große Vorteil an der Stelle ist, wie ich die Entkopplung von meiner Klassenhierarchie kann, die Klassen in irgendwelchen Tests verwenden, ohne dass ich vorher eigentlich bestimmten anderen Tests ableiten muss. Spannender wird es, wenn wir statt dem Test, den wir oben mitbekommen, einfach mal ein neues Statement erzeugen. Und hier aufgeben. Gut. Wenn wir Code sowohl davor als auch nach dem Test einbauen, dann schauen. Das Ganze funktioniert sowohl auf Methoden als auch auf Klassenebene. Statt @Google kann ich einfach mit @class Google. Und das Ganze public static ist. So. Das Ganze auf Klassenebene machen. Machen wir noch einen zweiten Test. Und so funktioniert also vor und nach eben nach allen Tests. Richtig interessant wird es, wenn man hier quasi ein bisschen mehr Logik einbaut. Der große Vorteil ist, dass wir auf das Klassen, bis auf das Google-Objekt noch zugreifen können, während des Tests. Das heißt, ich kann hier eine Variable definieren, die ich mir eine ganz normale Getter zur Verfügung stelle. Und in meinem Test kann ich auf Variablen, die Informationen aus der Kulturdaten, hier zum Beispiel die Null, die wir definiert haben. Das bedeutet, ich kann an der Stelle zum Beispiel die Tests jetzt auch mehrfach laufen lassen. Wir müssen halt andere Parameter begeben an die Tests. Das schaffe ich jetzt ohne groß zusätzliche Aufwände auch Daten aus der Datenbank zu ziehen oder eine neue zu generieren für einen Testfall. Ich kann also beispielsweise hier eine Vorschalte definieren. Kann den Testfall jetzt mehrfach laufen lassen. Und ja, gut. So, dann habe ich bei jedem Testlauf eine andere Variable, die ich vorhin zugefahren habe, immer im Testfall. Das macht das Ganze sehr flexibel und dieser Riesenvorteil gegenüber von Annotation ist eben der, dass du die Rules von mir aus eine Jar auspacken kann und schon in die Nebensache verteilen kann und abhängig von irgendwelchen Klassen, die gleich werden kann. Nicht noch mehrere Rules in einem Test definieren. Das ist eben nicht nur auch eine beschränkt. Die Reihenfolge ist von JUnit nicht zugesichert. Wenn ich bestimmte Reihenfolgen einhalten möchte, gibt es eine sogenannte Rule Chain, die die Reihenfolge entsprechend definiert. Ja. Nochmal Mogel.
Ja, ui. Genau, ich kann also hier schon an der Stelle sagen, welche Rule möchte ich quasi als Klassenrule definieren, also als ein quasi Round sozusagen. Oder sagen, ich möchte bitte für jeden Test eine bestimmte Change, also bestimmte Jelly-Rule definieren. Das Ganze ist eigentlich ganz nett. Wir nutzen das an sehr vielen Stellen. Zum Beispiel für so Dinge wie JDI-Ressourcen definieren, für Tests beispielsweise, die man völlig global definieren und mit Riffen. Ja. Aber fragen an dich mal gut. Es gibt da noch vordefinierte Rules, ne? Es gab noch irgendwelche, die vordefinierten Rules. Ah, genau, es gibt eine ganze Latte von vordefinierten Rules, die zum Beispiel so temporäre Verzeichnisse anlegen, wie zum Beispiel. Vorbereitet, wie das aussehen würde, wenn wir das zu Fuß machen. Und wie das mit der Rule aussieht, die quasi die Verzeichnisse anlegt, die auch wieder löscht nach dem Testfall. Es gibt noch ein, zwei andere, wo man schon Exceptions vergleichen kann und Exceptions fliegen, die man erwartet, wo Fehler gesammelt werden, ähnliches. Also ein paar sind Versionen dabei. Gut, dann danke. Gut, Visual VM ist ein Tool, das ist beim JDK seit der Version 1.6.0, ich habe es vergessen, war eine Bildversion dabei. Und es dient letztendlich dazu, live in eine laufende Java VM reinzugucken und gewisse Informationen rauszuziehen, Laufzeitverhalten zu analysieren. Das setzen wir inzwischen sehr intensiv ein. Ich habe das hier mal aufgemacht. Das ist jetzt die Variante der Version, die beim JDK dabei ist. Ursprünglich kommt das nicht von Oracle, sondern kommt von einem Java DevNet-Projekt. Da ist auch immer eine etwas aktuellere Variante, die zeige ich gleich nochmal im Vergleich. Aber im Standard kommt man mit dem, was im JDK standardmäßig dabei ist, eigentlich gut durch die Tür. Ich habe also die Möglichkeit über Visual VM, wenn ich das starte, ich habe jetzt mal hier mein Visual VM, ist auch selber ein Java-Prozess, den einfach mal aufgemacht, mir alle laufenden Java Programme auf meinem Rechner anzugucken. Ich starte parallel mal in Eclipse, sonst wird das da wahrscheinlich auch gleich auftauchen. Und könnte hier dann auch in das Eclipse eben entsprechend reinschauen. Ich kann dann hier eben entsprechend sehen, mit welchen Parametern wurde das gestartet. Ich kann mir anschauen, wie ist die CPU-Benutzung, wie ist meine Speicherauslastung, wie ist das Glassloader-Verhalten, also das, was man klassischerweise kennt. Spannend wird es dann, wenn ich mich im Bereich der Threads bewege, dass ich dann sehe, welche Threads gibt es eigentlich gerade in meiner Anwendung, laufen die gerade. Ich kann hier an der Stelle auch Thread-Dumps erzeugen, in denen ich dann eben entsprechend sehen kann, was machen meine Threads jetzt gerade in der Anwendung. Und es gibt auch in den neueren Versionen halt die Möglichkeit, hier Profiling oder Sampling durchzuführen. Also Profiling heißt wirklich ganz klassisch, sich mit dem Profiler in die JVM zu verbinden, da eben Instrumentation auszuführen. Die ganze Anwendung wird schweinelangsam und man kann dann halt Laufzeitmessungen durchführen. Sampling ist im Prinzip ein etwas leichtgewichtigerer Ansatz. Da wird in letzter Konsequenz werden dann regelhaften Abständen einfach Threaddumps gezogen und daraus wird dann ermittelt, wo bewegt sich die Anwendung eigentlich gerade. Und darüber kriegt man eigentlich, wenn man so Laufzeitverhalten analysiert, schon mal einen guten Eindruck, wo eigentlich gerade zum Beispiel Performance-Bottlenecks sind oder wo die Stellen sind, wo man mal suchen muss. Das Schöne daran ist, dass hier also beim Sampling das nahezu keine Auswirkung auf das Laufzeitverhalten der Anwendung hat. Das heißt, sie bleibt weiterhin ungefähr genauso schnell, wie sie vorher auch war. Ich kann das Ganze auch, wenn ich auf lokalen Java-Prozessen arbeite, auch für den Speicher machen. Das heißt, da kann ich auch reingucken, welche Klassen sind eigentlich gerade instanziert und wie viel Bytes verbrauchen die. Auch das vielleicht schon mal, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, was ist eigentlich los gerade in meinem laufenden Java-Prozess. Sicherlich, wenn ich da tiefer gehen will und in eine tiefere Analyse gehen will, ziehe ich mir einen Heapdump und analysiere den dann irgendwo mit einem anderen Tool. Lokale VM habe ich gerade gesagt. Was heißt das? Das Schöne ist, Visual VM funktioniert auch remote. Also das heißt, wenn ich einen Server habe, der irgendwo steht, muss man mich auf die Verbindungsdaten konzentrieren, damit ich da nichts Falsches angeben kann, dann ist es auch möglich, sich über JMX, also
Java Management Extensions heißt es, glaube ich, mit dieser entfernten VM zu verbinden und im Prinzip genau die gleichen Informationen auch zu bekommen, jetzt für irgendeinen zum Beispiel Web Application Server, der im Serverraum steht oder über eine VPN-Strecke erreichbar ist oder was auch immer man da machen kann oder machen möchte. Und es bietet natürlich nicht alle Informationen, die ich auch für lokale Anwendungen bekomme, aber wir haben eben schon gesehen, Speicherverbrauch, CPU kann ich einsehen, ich kann Thread-Dumps einsehen, ich kann demzufolge auch CPU-Sampling machen. An den Speicher komme ich in dem Augenblick nicht, ich könnte aber zumindest hier noch mal einen Heat-Dump erzeugen, um auf dem Server dann Heat-Dump abzulegen und den dann vielleicht später runterzuladen und zu analysieren. Um das nutzen zu können, muss serverseitig dann Java so gestartet sein, dass Jnx aktiviert ist. Das ist im Standard nicht der Fall. Dazu gibt es aber ein paar Properties, die man setzen muss, einfach beim Start des Java-Prozesses, damit das eben entsprechend auf irgendeinem Port zur Verfügung steht. Ich hatte eben gesagt, es gibt auch eine sozusagen die Variante, die jetzt von nicht aus dem JDK kommt. Die sieht prinzipiell erstmal genauso aus. Ich habe die jetzt hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen aufgewertet mit diversen Plugins. Das heißt, es gibt eine Plugin-Architektur, in die wir jetzt hier auch ein bisschen können. Ein paar Dinge gemacht, wie jetzt das Wichtigste ist, glaube ich, dass man hier über JNX auch in M-Beans reingucken kann. Das heißt, gewisse Laufzeitinformationen stellt die Java Runtime halt zur Verfügung oder auch JARs wie Hibernate etc. Da kann ich Informationen abfragen, die mir über JMX Informationen geben, wie viele offene Sessions habe ich gerade und so weiter und so fort. Standardbibliotheken bieten eigentlich über JMX hier relativ viele Möglichkeiten, an Informationen ranzukommen. Und wen es interessiert, kann man da sicherlich auch noch tiefer in den Speicher gucken, in den Garbage Collector gucken, aber das sind dann, glaube ich, eigene Themen, die haben wir jetzt hier nicht mehr. Ja. Kurz zu Visual File. Kein Java-Tool, sondern das gute alte UX-Power-Tool, Screen. Kennt jemand von euch Screen? Ja, kennt alle. Admins hassen das Ding, Entwickler lieben es. Screen ist ein Terminal-Multiplexer. Also angenommen, ihr habt eure Anwendung auf dem Unix-Server laufen, wollt euch darauf verbinden, wollt immer mal nachgucken, was die so tut. Könnt ihr da einfach mit Screen raufgehen. Also ihr habt euch angenommen mit SSH auf der Maschine eingeloggt und ja, wollt mehrere Terminals haben, wollt einen Prozess starten und den beobachten, weil ihr zum Beispiel, mein Stichwort, JMX Remote gerade nicht geht, ne? Dann könnt ihr das für Screen nutzen. Screen, das ja, sieht jetzt immer noch aus wie das Terminal. Was es kann ist, ich mache hier mal irgendwas, hier steht jetzt schon ein bisschen was. Es kann mir einfach beliebig viele neue aufmachen. Na, jetzt habe ich hier, obwohl ich in derselben SSH bin, mit einem Terminal habe ich das Terminal jetzt gemultiplexed. Ich kann das Ganze aufspalten. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel mir das andere Terminal auswählen. Die heißt jetzt beide, die heißt jetzt beide ein bisschen doof, ne? Deshalb kann ich sie auch umbenennen. Das heißt jetzt mal Testo und dann seht ihr hier. Ja, das andere Terminal. Was jetzt wirklich cool ist, ich kann mich von dem Ding wieder detachen. Also jetzt habe ich mein Terminal einfach zugemacht. Ne? Auf dem Server ist das aber noch offen. Wenn ich jetzt kann ich da wieder reingehen. Mit Screen-R. Und dann bin ich in dem Ding noch drin. Hier sind meine beiden Terminals, alle noch da. Ne? Und jetzt könnte ich zum Beispiel, was weiß ich, das machen Entwickler gern, Admins hassen uns dafür. Ich starte jetzt mal meinen irgendeinen Tomcat oder irgendeinen Server an der Konsole und ich kann jetzt meine JVisual VM ausnahmsweise mal nicht benutzen, weil da eine Firewall dazwischen ist. Ich will aber unbedingt einen Thread-Dump haben. Also starte ich mein Tomcat, gehe wieder raus. Der läuft aber munter weiter. Hoffe ich. Screen-R, bin ich wieder drinnen, ja? So. Gehe ich in ein anderes Terminal. Gucken wir mal an. Haben wir Jenkins war, ne? Kennt ihr Kill-3?
Kennen alle, ne? Auch langweilig. Was macht Kill-3? Kill-3 macht das hier. Das schickt ein Signal an den Java-Prozess und der gibt daraufhin sein Thread-Dump auf die Konsole aus. Das ist ja genau das gleiche, wie wenn du ein Visual VM auf Thread-Dump klickst. Ja? Was jetzt ein bisschen komisch bei Screen ist, ist das Scrollen. Ich habe euch ja noch gar keine Tastenkombos verraten, aber die könnt ihr euch sowieso nicht merken. Man muss, es hat einen eigenen Scroll-Modus mit Ctrl-A-Escape. Also das Programm ist schon aus einer Zeit ohne Autos und Vokale, aber es ist echt sehr mächtig. Und hier seht ihr euren Thread-Dump. Das ist wirklich genau das gleiche wie in JVisual VM. Ja, gehen wir dann raus. Und das war's. Das Wichtigste bei Screen ist eigentlich, Ctrl-A, Fragezeichen, da stehen die Abkürzung für alle Befehle drin. Aber eigentlich hilft immer nur Google nebenbei mit so einem Screen-Cheat-Sheet. Das ist halt, die Benutzung von Screen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist halt die, ja, die erste VI-Session, die jeder so in seinem Leben hat. Ja, schmerzhaft, aber danach total geil. Wenn man es einmal kennengelernt hat, dann möchte man es gerne wissen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Unix Power Tools.